Ich auch. Nein, ich denke immer, man lässt die frisieren. Wie die Zeit, bis das so zerrauft. Und gestern ein bisschen spazieren. Und das kein Geld, das gibt's da. So gestern Galizienberg nach. Na, und wir am Galizienberg. Und schau mir ein wenig so um. Da sieh ich ganz schön in der Kerl. Ein Brunnen ist wunderbar. Ich kraxel an der Baumschnur hinauf. Zu nehmen, des Vogelnest aus. Und wie so grün hin und her. Und das Vogelnest oben ganz leer. Und wäre ein Baum oben sitz. Vom Aufgrund fürchterlich schwitzt. Jetzt weiß ich, was du so stinkst. Kommt ein Würfel so mit dran. Und sitzt sie grad unter mein Baum. Nur ich auf dem Baum drum bin still. Und denk, was der Lehrprober will. Er sagt, ach, ich hab dich so gern. Und du sollst mein Weiberl gut werden. Er nimmt sie ganz zart bei der Hand. Und sagt, jetzt auf alle Hand. Sie sagt, ich bin ein bisschen gewehrt. Na, wer will unsere Kinder werden? Ach, Bertha, ich bin doch ein Christ. Und du von den Glauben noch bist. Drum beten wir uns drum an den Herrn, der wird unsere Kinder nähern. Da schreit der Ober vom Baum, Bagage kennt's noch nicht bald heim. Wo der Ober kommt, sag ich an Herrn, der wusch euch eure Kinder entnähern. Da wurden die beiden ganz still, sie schauten sich nicht einmal um. Sie rannten über Stuck und über Strauch. Und ich halt mir verlochen im Bauch. Was hältst du? Was? Die Kuh am Rest. Schon was reingekommen. Ich hab in Zukunft noch bleibe daheim. Grün nehmen wir auf seinen sprechenden Baum. Denn die Gelegenheit könnte sich bewähren. Und ihr müsst fremde Kinder